Detective Norman. Sorry for the delay, but I didn't want anybody seeing me. If you know what I mean. It's not my habit to sit with people like you. Got a business proposition for you, Detective. Does the name Salieri mean anything to you? You got something to come with him? I've worked for him for several years. Now he wants to rub me out. Ralph, I'll introduce you to, is a complete idiot. But he's got a special way with cars. Ralph, this is Tom. If you bring him a stolen car, Tommy, we'll make it your own. I've decided to give you a shot, Tommy. I like new faces. I'm trying to kick your ass out of this part of town. You can't feel sorry for these animals. Ich war mal Taxifahrer. Ich mochte den Job, auch wenn ich nicht viel verdiente und von morgens bis abends arbeitete. Es war keine gute Zeit und anderen ging es schlechter als mir. Durch das Taxifahren geriet ich überhaupt erst an Salieris Leute. Eines Tages hatte ich Pause und ruhte mich gerade aus. Da hörte ich einen gewaltigen Knall. Sam, mich hat's erwischt! Verdammt! Reiß dich zusammen. Da ist ein Taxi. Wir schaffen das. Mir war klar, dass ich diese Typen aus dem Staub machen mussten. Also verhielt ich mich kooperativ. Schon um kein Loch in den Kopf geschossen zu kriegen. Komm schon! Wohin? Egal wohin. Schnell. Und zwar richtig schnell. Schneller als Sam hier war. Ich bin schneller gefahren als je in meinem Leben. Mir wohin, solange wir Abstand zu den... Jetzt pass gut auf. Wir müssen die Typen hinter uns abschütteln. Wenn du das nicht schaffst, ist es los mit uns. Damit meine ich auf dich. Also gib Gas, Junge. Wir sind ja langsamer als die Straßenbahn. Thank you.
Endlich sind wir zu Hause. Warte hier, Junge. Sam holt dir ein kleines Präsent von Mr. Salieri. Danke für deine Hilfe. Mr. Salieri dankt dir, ebenso wie Pauli und ich. Hier ist eine kleine Entschädigung für deine Dienste und für dein beschädigtes Taxi. Es sollte reichen. Ja, natürlich, danke. Richten Sie Mr. Salieri meine Grüße aus. Mr. Salieri richtet dir aus, dass er sehr dankbar ist. Solltest du jemals etwas brauchen, kannst du wiederkommen und Mr. Salieri um Hilfe bitten. Mr. Salieri vergisst niemals Freunde, die ihm einmal geholfen haben. Wenn du interessiert bist, könnten wir vielleicht sogar einen Job für dich finden. Mr. Salieri zahlt gut. Wir haben immer einen Job für Leute, die so gut sind wie du. Okay, ich denke darüber nach. Danke. Echt nett. Danke. Ich gehe jetzt besser den Wagen reparieren und so. Okay, verstehe. Denk einfach drüber nach. Und ich hoffe, dir ist klar, dass die Sache unter uns bleibt. Pass auf dich auf. Als ich den Umschlag öffnete, bekam ich fast einen Herzanfall. Es war mehr, als die Reparaturen kosten würden. Aber ich dachte nicht eine Minute über ihr Angebot nach. Ich wollte nicht mit Gangstern arbeiten, selbst wenn sie noch so viel Geld hatten. Besser arm und am Leben als reich und tot, oder? Ich lasse mein Taxi reparieren und versuche alles so schnell wie möglich zu vergessen. Wie meine Mutter immer gesagt hat, man kann nie voraussagen, was Gott noch für dich auf Lager hat. Bringen Sie mich bitte zur Kirche nach Downtown. Okay, okay. Keine
das Geld. Sind Sie frei? Ich muss zum Krankenhaus in Newark. Kein Problem. Fahren Sie zum Eingang, bitte. Danke, hier ist Ihr Geld.